Ai, quana, quana, quattro. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall nicht richtig gesungen. Aber was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Rockt auf jeden Fall schon mal den Like-Button. Es wäre richtig, richtig ehrenvoll. Und lasst ein Abo da. Und wie ihr schon sehen könnt, wir befinden uns in der neuen Stadt. Und zwar sind wir heute in Guanajuato, ja, eine der schönsten Städte in Mexiko, und ich kann euch wirklich empfehlen, kommt mal hierher. Ja, das ist eine meiner Lieblingsstädte in komplett Mexiko. Ja, allein schon die Architektur hier. Ja, und ich möchte euch heute mal die Stadt ein bisschen näher zeigen. Und eins ist schon mal wichtig: Wenn ihr hier ankommt mit einem Auto, ihr fahrt rein und da sind so, ja, Scammer, sag ich mal. Ja, die sagen euch, ey, ihr könnt nicht in der Innenstadt parken, und die wollen von euch, die sagen euch, ja, park das Auto hier und ich fahre dich in die Innenstadt rein und gib mir 200-300 Pesos. Macht es auf jeden Fall nicht. Ihr könnt bis in die Innenstadt reinfahren und hier für 21 Pesos pro Stunde parken. Ja? Hier gibt es so krasse Tunnelsysteme und da könnt ihr bis vorfahren. Deswegen haltet ihr auf jeden Fall nicht an. Die winken so, die winken zu euch. Ey, 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 hier, hier, und wollen euch irgendwas verkaufen. Macht es nicht, fahrt bis vorne hin, und genau dort beginnt jetzt der Vlog, Leute. Genau dort beginnt jetzt der Vlog. Eine der schönsten Städte in Mexiko, Guanajuato. Ich würde sagen, let's go, Leute. Ja, Leute, wir sind jetzt natürlich hier unter der Woche. Da ist es nicht so voll. Ich kann euch aber empfehlen, wenn ihr hier seid, schaut doch mal gern, wer es ein bisschen voller mag, am Wochenende her. Da geht es nämlich hier richtig ab. Ne? Da sind auch immer so Singer hier, wo ihr so Touren buchen könnt und so. Unter der Woche geht es eigentlich, und es sind dann wirklich viele mexikanische Touristen. Ja? Heute wahrscheinlich mehr Einheimische, weil die Leute arbeiten. Ne? Und ja, ich finde die Stadt wunderschön. Und wir schauen mal, was wir heute alles so in Guanajuato sehen würden. Die Straßen, wie ihr schon sehen könnt, können wir mal vorgehen, sind natürlich nicht so breit. Ja? Das könnt ihr jetzt hier sehen. Also ihr könnt auch überall rumlaufen, alles sicher. Wirklich sehr, 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 sehr geil. Und unten drunter, das zeige ich euch dann nochmal später, hier geht es dann wieder, wo wir geparkt haben, wo auch die Autobahn ist. Ja? Also die Auto, was heißt, die Straße ist, ne? Hier, sehr, 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 sehr wunderschön. Und was hat das Geile in Guanajuato ist, sind diese kleinen Gassen. Da könnt ihr überall reingehen. Das ist wunderschön. Das macht die Stadt so atemberaubend. Ja? Diese kleinen Gassen, da wo wir jetzt auch mal hingehen. Und ich kann euch wirklich empfehlen, diese Singer-Tour zu machen. Die ist sowas von geil. Die habe ich insgesamt schon dreimal gemacht. Ich glaube, am Tag wird die nicht angeboten, eher in der Nacht. Ja? Und genau, da könnt ihr auch frei eigentlich in Guanajuato eigentlich auch mit Alkohol im Becher rumlaufen. Das stört auch gar keinen. Ja? Das merkt ihr auch am Wochenende, ja, wie voll das Ganze ist. Ja, und mein Kollege ist übrigens auch dabei wieder. Ja. Heute mal kein Essen. Heute lasse ich meinen Frieden mit Tacos probieren, sondern wir gehen mal eher auf die Stadt ein. Dann kannst du ja auch mal sagen, wie es dir so gefällt. Ja, ich bringe immer gerne Touristen hierher nach Guanajuato. Ich sage immer Guanajuato aus dem Grund, weil jetzt immer viele sagen Guanajuato. Ja? Ich habe mal hier einen US-Mexikaner kennengelernt. Ja? Und der war mit seiner Familie hier feiern und der hatte einen krassen, ja, so Ami-Akzent. Und der ist so, oh man, there's my family from Guanajuato. Und ja, seitdem habe ich mir so angewöhnt, Guanajuato zu sagen. Genau, und dann könnt ihr schon mal sehen hier, die Stufen, wo wir gerade hier hochgelaufen sind, das sind diese kleinen Gassen hier. Und schaut mal, wie wunderschön das ist. Ne? Schaut mal, die streichen es hier an. Also die Mexikaner halten halt wirklich ihre Städte ziemlich sauber. Ja? Hier sind auch immer so Shows am Wochenende. Sehr, 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 sehr geil. Und jetzt gehen wir dann mal gleich zu den Gassen. Hier. Auch wenn ihr mir das anschaut. Wow. Wunderschön. Und es gibt auch hier noch Einheimische, ja, die hier leben. Ganz oben, da hatte ich auch mal ein Airbnb hier. Und das ist die Schönheit von Guanajuato. Diese kleinen Gassen hier, ja. Wunderschön. Auch mit ein bisschen Streetfood hier vorne sogar. Genau, die kleinen Gassen machen wir natürlich auch noch. Und das ist so ein Plaza. Hier gibt es so verschiedene Lokale. Die Preise sind auch bisschen günstiger wie Gertaro, würde ich mal sagen. Ja, hier zum Beispiel Quesaria Gordita, Buenos Aires, haben hier so 20 Pesos, was so ungefähr 1 Euro ist, ne, von Gordita und Quesarias. Aber auch Restaurants hier, von den Preisen, die auch, also in Gertaro ist ein bisschen teuer, muss ich sagen. Ja, Buenos Aires. Immer freundlich sein. Genau, so ein Plaza hier.
Am Wochenende ist ja auch viel mehr los. Ja, viel mehr los. Hier, wunderschön. Wir wollen jetzt auch mal in so ein Lokal irgendwas essen kurz. Ich habe richtig Hunger. Und dann will ich euch mal die kleinen Gassen zeigen. So, deswegen sind wir nämlich hier, Leute. Ja, Leute, heute mal kein Streetfood. Wir gönnen uns mal das hier. Also für 80, das sind ungefähr 4 Euro für einen Kaffee, für einen Hugo, also einen Orangensaft und ein Hauptgericht für 80 Pesos. Geht vollkommen klar. Ja, geht vollkommen klar. Hier in dem kleinen Restaurant werden wir uns das mal was gönnen. Man muss sich auch mal was gönnen, Leute. Ja? Nicht immer nur Streetfood, auch wenn ich natürlich Streetfood die beste Variante so finde. Ne? Für mich persönlich. Ich liebe Streetfood. Ich könnte eigentlich nur Streetfood essen. Aber wir setzen uns mal hin. Wir haben auch keinen Kaffee. Ja. Buenos tardes, Senor. Buenos tardes. Ja, Leute, lasst uns mal hinsetzen. Ich will euch nur mal das Essen zeigen, weil ich möchte euch eher schon, dass wir auf die Stadt eingehen. Ne? Ja, und jetzt für den Preis, wenn ihr euch überlegt, hier frisch gepresster Orangensaft. Nur mal ganz kurz das Essen zeigen. Genau, frisch gepresster Orangensaft. Oh, sehr, sehr geil. Und das ist, habe ich vorhin schon mal erklärt, also der ist richtig fresh. Der ist nicht irgendwie aus der Dose oder so. Café de Olla, ja, vor allem für meinen Kollegen hier. Mexikanischer Kaffee. Ist sehr, sehr süß. Ne, wir kennen ja, es ist schon ein bisschen so wie auch wie in den USA, muss man sagen. Ja, die mögen sie auch sehr süß. Also das, da ist Zimt drin und Zucker. Ja, und deswegen ist er auch wirklich nicht so stark. Manchmal ist der sogar schon wirklich sehr, 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 sehr süß. Ich mag ja eher Americano oder Cappuccino, wie wir aus Deutschland kennen. Was sagst du, sehr süß? Das ist sehr süß. Also ja, ich trinke keinen Kaffee, aber kann man machen. Der schmeckt sogar. Ist ein bisschen so wie Glühwein, so, ne? Nee, nicht jetzt wie Glühwein, aber so. Der ist halt sehr süß, ne? Deswegen könnt ihr da locker 3-4 davon trinken, ne? Aber ich finde es mal so zwischendurch ist es ganz geil so, ne? Ich trinke es auch sehr gerne. Und genau, endlich mal frisches Brot und das Essen zeige ich euch dann nochmal und dann geht's endlich in die Stadt. Ja, langer Vlog heute mal, 30 Minuten. Premium Primetime. Vielen Dank beim Zuschauen schon mal. Ja, Leute, das ist das Essen jetzt hier. Genau, wir haben hier Chilaquiles. Ich mag eigentlich keinen Käse, ja? Hört sich dumm an, ist aber so. Und die haben jetzt trotzdem Käse drauf gemacht, nicht so schlimm. Und genau, mit Pollo, Chicken und ja, das sind auch diese Tortilla-Chips, die man aus Deutschland kennt, zusammen gemacht. Ist sehr, 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 sehr lecker. Was ist das hier? Das ist Beans, Bohnen. Ach so. Mexikanische Bohnen, solltest du auch mal probieren, ist auch sehr, sehr geil. Genau, also für den Preis, finde ich, passt das. Ist lecker. Für den Preis, es gibt bessere, die ich gegessen habe, ja. Aber es ist gut, ne? Kann man nicht sagen. Ja, und was geil ist in Guanajuato, dass das ganze ja, Autobahnsystem, also die Straße, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, alles hier runterfährt, alles unterirdisch. Ja? So, deswegen ist jetzt ja auch nicht so krasser Verkehr wie in Querétaro. Ja, das haben die sehr, sehr schlau gelöst. Mal hier schaut, es geht alles hier runter. Ne? Richtig geil. In diese Tunnels hier rein. Und ja, die Straßen sind natürlich oben richtig geil. Da werden wir jetzt auch mal hingehen. Es gibt ja auch eine Callejón de Besito, heißt die Straße des Kusses. Und ihr seht schon, wenn man jetzt hier mal komplett auch auf den Plaza schaut, wie viele Touristen hier sind. Und ihr müsst auch hier ein bisschen aufpassen. Hier sind auch extrem viele Leute im Vergleich zu Querétaro oder eine andere Stadt, die euch wie zum Beispiel jetzt hier so Sachen verkaufen wollen. Ne? Da müsst ihr halt echt aufpassen, so Touristengruppen, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, draußen immer nicht alles glauben. Ja? Ihr könnt ja alles selber mit zu Fuß machen, geht locker. Ja? Was ihr machen könnt, sind diese Singer-Touren. Ja? Die am Abend, wenn es so Singer sind, das kostet pro Person, ja, 200 Pesos pro Person so eine Singertour zu machen. Ne? Ist sehr, 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 sehr interessant. Das kann ich euch empfehlen. Da zeigen die euch, das ist cool für 200 Pesos. Aber sowas könnt ihr locker alles selber erreichen. Und dann merkt ihr halt schon, dass es eine ziemlich touristische Stadt ist für Mexikaner, wie viele hier Touristen-Information hier sind. So, das ist krass. Ne? Und genau, diese Straßen könnt ihr alle selber erkunden. Und das machen wir jetzt auch mal, Leute. Genau, nämlich mit den Singern, da können wir vielleicht mal nochmal ein gesondertes Video machen. Da läuft ihr wirklich durch diese Gassen für den 200 Pesos und die erzählen dann so, singen so Liedeslieder, dieses Gesamtlied, dieses Ay, 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 ne, 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 ne. Ich kann jetzt nicht den kompletten Song. Signora, you know the song from Guanajuato? The song from Guanajuato. Ay, 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 ay. You wanna sing it with me? Canta y no llores, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Llores, genau. Und dieses Lied hier singen die, kann ich euch voll empfehlen. Ist wirklich geil. Ne? Das könnt ihr machen, aber immer aufpassen, lasst euch da nicht über den Hut ziehen. 200 Pesos. 200 Pesos
dauert ungefähr eine Stunde und da könnt ihr euch einen geilen Michelada und ein Bier noch mitnehmen. Das kann ich euch empfehlen, ne? Da erzählen die auch so die Geschichte von Corona Quarto, aber so die anderen Sachen, läuft doch einfach selber durch, wisst ihr? Das geht alles, genau. Auch so kleine Läden, Buenos Aires. Und da seht ihr es, das ist das Schöne in Corona Quarto, diese Gassen hier, ne? Das macht diese Stadt so einzigartig aus. Und hier vorne ist auch die Callejón de Besos, also die Straße des Kusses. Da gehen dann Paare hin und machen ein Foto. Alle Mexikaner sollten hier einmal dort gewesen sein und ein Foto, als mit, wenn sie sich küssen, gemacht haben. Und die ist hier vorne links, die schauen wir uns mal gleich mal an. Auch mal für dich interessant. Hier, das ist so, schau mal da oben. Da küssen sich dann zwei Paare oder die hier. Und das ist so die Callejón de Besos, also die Straße des Kusses. Ja? Und ich habe auch schon mit meiner Frau ein Foto hier. Sollten alle Mexikaner, die stellen sich dann hier hin. Jetzt geht's doch. Schau mal, siehst du das? Hier unten, ne? Ach so. Zum Anstellen. Normalerweise ist hier eine richtige... Ah. Por favor, por favor. Zum Anstellen, siehst du? Die stellen sich jetzt alle und machen ein Foto. Und am Wochenende ist so viel los, dass hier die Schlange bis ganz da hinten ist, ne? Und genau, die stellen sich hin, stellen, machen ein Foto, küssen sich, auch die da oben. Jetzt hier und ja, das ist so... Ach, da oben kann man einfach hingehen, oder wie? Oben kostet. Unten kannst du ganz normal, kannst dich jetzt hinstellen und so. Ist sehr, sehr, in ganz Mexiko kennt, hier, Callejón de Besos. Ja, die Straße des Kusses, richtig bekannt in ganz Mexiko. Jeder, der in Mexiko, ja, genau, siehst du, die machen dann Küsschen und so. Oh, oh la 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 la, oh la la. Ja, Leute, das ist die Straße hier. Hier könnt ihr sehen, ne? Die Straße des Kusses. Und da gibt es ja natürlich auch so Souvenirs und sowas davon. Hier, Callejón de Besito. Wirklich, normalerweise ist hier eine Schlange, ne? Das könnt ihr hier am Boden sehen. Die stehen da extrem lange an, ne? Muss man sagen. Richtig, richtig interessant. Wir schauen mal weiter. Bisschen Copyright-Problem jetzt. Wir machen schnell. Schaut aber geil aus. Schaut mal. Das gibt euch mal. Wow. Richtig geil. Buenas tardes. Ja, schaut mal. Das ist richtig geil, wie es hier ausschaut. Richtig cool. Schaut mal, wie klein. Also, wenn ihr dick seid, kommt ihr dann nicht durch, ne? Dick seid, kommt ihr nicht durch. Und ja, das ist die Beauty of Corona Quarto. Und hier läuft ihr auch mit diesen Singern und so hier rum. Die singen dann so, oh, 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 oh. So Musik, ne? Sehr, sehr schön. Callejón de Besito. Genau, und dann seht ihr auch nochmal, wow. Das ist wirklich wunderschön hier. Hier, schaut mal, 50 Pesos kostet das. Wenn ihr hier dann hochgeht, ja, wie hier, und dann könnt ihr oben ein Foto machen. Unten reicht vollkommen aus. Ich mache ja immer so preisgünstige Reisen auch, ne? So mit ein bisschen Geld sparen. Genau, für die Singer hätte ich jetzt Geld ausgegeben und dann halt Streetfood. Zeige euch auch nochmal den Mercato. Ja, aber das ist so, wow, gebt euch mal die Häuser. Hier, das hier zum Beispiel, wow. Sehr, 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 sehr schön. Genau, da sind die auch, diese Singer hier. Vielleicht sehen wir nochmal ein paar, ja? Das sind diese Singer hier. Und natürlich die ganzen Häuser, wie die hier angemalt sind, ich finde das wunderschön. Ja. Natürlich die ganzen Internetleitungen und Stromleitungen, die oben drüber laufen. Und dann diese ganzen kleinen Gassen. Hier somit für Instagram-Bilder ist es so geil. Ja. Da kannst du wirklich so viele machen. Hier in diesen kleinen Callejóns. Alle heißen hier Callejón übrigens. Ja. Callejón, Vendado, Callejón, Laquisto. Genau. Und so, da braucht ihr keinen Tourist Guide, den kann ich euch auch machen. Einfach hier durchführen, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich ein Labyrinth, ne? Ich kann es ja auch wirklich, das ist wirklich ein Labyrinth, ne? Hier, die kleinen Gassen, ne? Der ist hier zum Beispiel, das würdet ihr niemals irgendwo in Deutschland finden, noch mit Weihnachtsbeleuchtung hier. Einfach mal ein Restaurant, ein Späti, ja, alles zusammen, Nummer 32 hier. Und ja, mit Auto ist hier halt auch nicht, ne? Deswegen nur die Hauptstraße, deswegen wirklich fast kein Verkehr. Und genau, ihr könnt euch jetzt verlaufen halt hier, ne? Das ist sehr, 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 sehr geil. Stellt mal vor, ihr wohnt hier. Genau, und wenn ihr mal hier seid, holt euch wirklich ein Airbnb irgendwo hier drin. Das seht ihr auch hier schon. Wird wahrscheinlich auch ein Airbnb sein. Sind die Preise, schätze ich mal, so liegen schon bei 20 bis 25 Euro, denke ich mal. Aber ihr seid ja wirklich mittendrin. Und genau, kann ich euch empfehlen, Samstag, da könnt ihr auch ein bisschen trinken. Dann ist ja auch richtig Fiesta Mexicana angesagt, ne? Das war immer geil, habe ich immer sehr gerne gemacht, wo ich hier gelebt habe. Einfach mal am Wochenende hierher fahren und dann mit schön reichlich Michelada und Bier. Das zum Beispiel, wow. Ja, wunderschön. Also ihr müsst auf jeden Fall hier auch ein bisschen Energie mitbringen. Und hier wohnen auch noch Leute, ne? Also es ist nicht jetzt nur so, habe ich auch ein bisschen Angst natürlich,
wie zum Beispiel in San Miguel de Allende, das sind fast nur Touris, fast nur noch Gringos. Und hier leben Menschen so. Das ist, so nennen nicht so viele Touristen hier. Hola. Buenas, hola. Nice casa. Wow. Mucho. Muy bien. Nice. Ja, sehr bonita. Ah, bonita. Disculpa, mein Spanisch, Leute. Genau, da seht ihr es. Weiß gar nicht, wo das jetzt genau hinführt. Und in Deutschland zum Beispiel, hier riecht es ein bisschen nach Pisse. Ja? In Deutschland würde es noch mehr nach Pisse riechen. Ne? It smells like piss, but not so much like Berlin. Oh. Genau, weil halt am Wochenende viele hierher kommen und noch Alkohol trinken und so halt. Ne? Stellt euch mal vor, ihr wohnt hier, das ist so heftig. Dann mit Sixpack Wasser und euren Eingekauften dann hier hoch. Hier gibt es kein Uber, hier oben. Ist crazy. Vor allem auch die alten Menschen und so. Ja, sehr, sehr geil. Bonita, mit meiner Favorite-Stadt hier wirklich in Mexiko. Guanajuato. Und hier dann, schaut mal. Da geht's dann wieder rein. Es ist krass, ja. Wow. Muy bonita. Vielleicht haben wir mal einen Viewpoint hier. Sehr, 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 sehr geil, ja. Schaut mal hier. Eine Katze. Miau. Ein alter Fernseher, gebt euch mal. Heftig, ja. Wahrscheinlich umgebaut, wenn ihr wohnt. Und ja, da seht ihr schon mal ein bisschen die Aussicht. Es kommt noch mehr, ja. Sehr, 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 sehr cool. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Can you ask her how long she lives here in this place? ¿Hace cuánto vive aquí? 57 años. 54 years. 54 years. Was it always like tourist or? Fue siempre muy turístico desde entonces. Sí, sí. Siempre. More like Mexican tourists, right? Más mexicanos o de todo. De todo. De todo. Is she afraid that somebody like investor comes here and wanna buy all of these houses? Que si usted piensa o tiene miedo de que alguien venga como que invertir en todo lo de aquí, en todas estas casitas. No. Y construyan otras cosas. No. No, es bonito. Es bonita, ya. Es bonito, yeah. Porque pues daría otra vista. Y les gusta, es bonito porque les gusta también a usted, a los extranjeros, nuestra. Yeah, I really hope Taylor said it's always her house and it's not like some mass tourism like in Cancun or whatever. Sí, dice que espera it's, que siempre sea su casa y que nunca nadie venga como que a querer tumbar todo y volver a. Oh, muchas gracias. Yeah, muchas gracias. Muy bonita. Gracias. Muy bonita casa. Muchas gracias. Muchas gracias, yeah. Sí. Gracias. Hasta luego. Amable. Miau. Ja, Leute, das war der erste Teil von Guanajuato. Es folgen noch zwei weitere Teile. Einmal, wo wir auf so einem Viewpoint waren über die komplette Stadt und noch, wo wir in Makato waren. Schaut gerne auch diese beiden Teile an, es würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe da sehr viel Liebe reingesteckt. Und ja, es folgen noch weitere Videos aus Mexiko. Die Reise hat noch kein Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.